Meine Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen auf diesem Wege stellvertretend für meine Kollegen, welche traditionell auf unseren Winterfachveranstaltungen zu Ihnen gesprochen hätten, Empfehlungen für die bevorstehende Saison geben zu können. Mein Name ist Steffen Schmidt. Ich bin seit 24 Jahren für die BASF im zentralen Mecklenburg-Vorpommern und seit 2 Jahren zusätzlich in einem westlichen Teil des Landes im Außendienst unterwegs. Und begleite Sie jetzt gern durch die beiden großen Kulturen Raps und Mais. Und wenn ich Mais sage, werde ich dabei auch die Leguminosen flankieren. Der Raps konnte sich im vergangenen Herbst bis auf wenige Ausnahmen gut bis sehr gut etablieren. Ihr schonender Umgang mit dem Boden zahlt sich aus. Die Wurzel fand offene Bodenhorizonte, gute Gare, Lebenverbauung vor und das führte zu vergleichbar besseren Pfahlwurzeln als in den Herbsten davor. Die Niederschläge ab Ende August unterstützten das Wachstum und führten zu einer langen Mineralisation, auch weil ein langer Zeitraum über der 5-Grad-Marke im Boden zu verzeichnen war, bis in den Dezember hinein. Damit ist also der Raps gut ernährt in den meisten Fällen und Sie können dann davon ausgehen, dass wenn Ihr Raps mit 12 Blättern in den Winter ging, er so um die 100 Kilogramm Stickstoff aufgenommen hat. Gleichzeitig war der letzte Herbst aber auch von einer Effluaktivität gekennzeichnet, die sehr hoch war, regional zwar sehr unterschiedlich. Aber dies führte zu einem Höchstbesatz an Erdflohlarven in den Pflanzen, so wie vom Pflanzenschutzamt im Spätherbst noch mitgeteilt. In diesem Frühjahr kommt es darauf an, die Weichen für den Raps so zu stellen, dass die gegenwärtig vielversprechenden Bestände zum Erfolg geführt werden können. Das Potenzial ist auf jeden Fall dafür vorhanden. Die Erfolgsfaktoren müssen miteinander verzahnt werden, damit der positive Ertragstrend der letzten Ernte fortgesetzt werden kann. Wenn die Tageslänge das Schossen induziert, kommt Carax ins Spiel, nicht nur als Fungizid, sondern auch als Wachstumsregler. Dies führt zu einer Wuchshöhenreduktion und nicht nur dies, damit sind viele positive Prozesse verbunden und unter anderem führt die oberirdische Einkürzung auch zu einer besseren Wurzelentwicklung, wie in Versuchen nachgewiesen werden konnte. Hier sehen Sie, welcher homogene Raps auf der rechten Seite durch den Carax entstehen kann. Die Einkürzung des Haupttriebes regt die Verzweigung und damit die Seitentriebbildung an. Diese Seitentriebe werden auf kurzen Wegen mit Energie aus dem Wurzelsystem versorgt. Es entstehen robuste, kompakte Pflanzen mit mehr Verzweigung. Die Ergebnisse sind Schoten, sind mehr Schoten pro Pflanze, denn die sind ja gewünscht. Und außerdem haben kurze Bestände aufgrund der reduzierten Hebelwirkung ein wesentlich geringeres Risiko bei Wassersättigung des Bodens oder bei Wind ins Lager zu gehen. Dies hier nennen wir Bestandesarchitektur, das heißt konstante Ertragskomponenten am Haupttrieb und an den oberen Verzweigungen und zusätzlich eine Verschiebung der Ertragsstruktur in die mittleren und unteren Triebbereiche durch mehr Verzweigungen und damit mehr Schoten. Dies führt dann später zu einer stärkeren Verkettung der Pflanzen miteinander, homogeneren Beständen, die auch einheitlicher in die Blüte gehen und gleichmäßiger abblühen und dann auch gleichmäßiger am Ende abreifen. Blütenbehandlung heißt Cantus Gold mit einer Auframmenge von 0,5 Liter je Hektar. Und dabei geht es darum, ein hochwirksames Wirkstoffgemisch auszubringen, um die verbleibende Zeit
der Blüte und die anschließende Abreife gegen Krankheiten abzusichern. Aber nicht nur dies, sondern auch Umweltstress abzumildern und die Schotenplatzfestigkeit zu erhöhen. Xanthus Gold schützt nicht nur vor den Abreifekrankheiten wie Sclerotinia oder Alternaria. Es ist auch nachgewiesen, dass die Wirkung gegen Verticillium vorhanden ist, und zwar dadurch, weil die Pflanze konditioniert wird durch den Einsatz von Xanthus Gold. Gut konditionierte Pflanzen, die gut mit Nährstoffen versorgt sind und die ein Kalax im Frühjahr bekommen und ein Xanthus Gold zur Blüte, haben eine stärkere Widerstandskraft gegen Verticillium. Ein Wirkstoff oder ein Mittel gegen Verticillium speziell gibt es nicht. In den Jahren 2003 bis 2019, also in den 17 Jahren, entstanden in 234 Versuchen mit der Blütenspritzung ein Mehrertrag von 2,9 Doppelzentner je Hektar. Dies bei einem Grundertrag von 43,1 Doppelzentner in der Kontrolle. Und dadurch entstand ein kostenbereinigter Mehrerlös durch die Blütenbehandlung von 39 Euro je Hektar. Dabei wurde zugrunde gelegt, dass ein Doppelzentner Raps 36 Euro kostet und die Überfahrt mit 12 Euro zu Buche schlägt. Hier sehen Sie ein Luftbild aus Schleswig-Holstein aus dem Jahr 2017. Dies war ein Jahr, in dem Sclerotinia einen erheblichen Einfluss auf die Bestände hatte. Und der zur Blütenbehandlung mit Xanthus Gold ist hier deutlich sichtbar, spiegelte sich auch in deutlichen Mehrerträgen wieder. Wir haben seinerzeit darüber berichtet. Xanthus Gold schützt aber nicht nur vor den Abreifekrankheiten, sondern auch vor Trockenheit, hohen Temperaturen, also Umweltstress. In Klimakammerversuchen wurde nachgewiesen, dass die Pflanzen mit dem zur Verfügung stehenden Wasser besser haushalten können. Und dies führt dann schlussendlich zu einer besseren Widerstandskraft und zu höheren Erträgen. Gleichzeitig wird auch die Schotenplatzfestigkeit erhöht und abgesichert. Das versetzt Sie in die Lage, die Ernte nach hinten zu schieben und gegebenenfalls erst die Weizenernte zu absolvieren. Es hat bei der Universität Kiel einen Versuch gegeben im Jahr 2016, an dem der Raps an zwei Terminen geerntet wurde, am 22.07. und am 2.08. Und diese zeitliche Verschiebung der Ernte um 11 Tage nach hinten hat dazu geführt, dass ein Mehrertrag von 2,5 Doppelzentner im Vergleich zum frühen Termin generiert wurde. Also 2,5 Doppelzentner durch die Verschiebung des Erntetermins um 11 Tage, weil von unten einfach mehr Schoten und mehr Samen nachgereift sind. Xanthus Gold sichert dabei die Schotenplatzfestigkeit ab. Damit komme ich zur Empfehlung für das Frühjahr 2021. Das Focus Aktiv Pack ist Ihnen bekannt und geläufig, insbesondere für die Beseitigung von Quieke oder Ausfallgetreide oder anderen Schadgräsern. Und bei Höhe möglichst setzen Sie das Kalax ein für die Vorteile, die ich Ihnen nannte, zur Bestandesregulierung und zur Krankheitsabsicherung mit allen Nebeneffekten, die ich aufgezeigt habe. Die maximale Aufwandmenge beträgt 1,4 Liter je Hektar. Das Ganze gefolgt im Mai zur Blütenbehandlung vom Xanthus Gold mit 0,5 Liter je Hektar. Und B4-Insektizide bleiben in Tankmischung mit dem Xanthus Gold ebenfalls bienenungefährlich. Damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit hier beim RAPS. BASF. We create chemistry.